Und damit hallo und herzlich willkommen zum Denglisch Simulator für Anfänger. Mit dabei sind Frost und Yannick, Kevin und Yannick. Servus. Und Arik hat ein kleines Update bekommen, ich zeige das gerade mal im Inventar. Meine Waffe heißt jetzt nicht mehr Fabricated Rifle, sondern Primitiv Hergestelltes. Primitiv Schwert. Primitiv Fackel. Lehrling Metallbeil. Primitiv Metallspitzhacke, das ist noch in Ordnung. Fortgeschrittene. Fortgeschrittene was? Sieht aus wie eine Patrone. Also ja, ihr seht. Levelaufstieg verfügbar. Steht nun im Inventar zur Verfügung. Okay, Leute, hättet ihr es besser auf Englisch gelassen oder das hat ein bisschen angepasst, weil das ist ja zum Teil echt schrecklich. Morsch Metallspitzhacke. Wir haben jetzt auch Charakter. Ach, haben wir das? Hat jemand Holz zufällig gerade dabei? Punkte, Doppelpunkt. Ja, das ist auch sehr geil. Hat jemand Holz gerade zufällig? Hier, einschalten. Halten. Eine Drehbank. Mega Grinder, okay, das ist noch auf Englisch. Ja, der Mega Grinder ist das Mod. Richtig. Deswegen ist es noch auf Englisch. Niemand Holz da? Das muss man selber machen. Trophäenwand halt. Immerhin was, ne? Alpha Rex Trophäe, das passt ja. Wieso kann ich mal wieder nichts. Ah, verdammt nochmal. Das ist ja ätzend hoch 3. Was mal wesentlich sinnvoller wäre als eine schlechte deutsche Übersetzung von gewissen Teilen, wäre. Dass du mit Rechtsklick, dass du mit Rechtsklick auswählen kannst, wie viel Material du verschieben möchtest. Dass du da eine Zahl eingeben kannst. Das wäre mal was. Und das hat vielleicht so anpassen, dass auch alle Sachen da gescheit reinpassen. Von der Größe her. Kevin und ich haben uns gestern noch ein bisschen unterhalten, was so unser mehr oder weniger langfristiges Ziel wäre. Hau mal raus. Ja, Gelegge. Mein langfristiges Ziel ist es, ein Gewächshaus zu bauen. Okay. Während du ein Gewächshaus baust, werde ich mich mal auf den Weg in die Arktis machen. Ich komme auf jeden Fall mit, sobald mir Kevin meine Betäubungspistole gebracht hat. Okay, und in der Arktis werde ich dann Kristall sammeln. Und natürlich Keratin und Chitin. Das brauchen wir auch. Was die gehen ab und killen Kombis. Ja, da ist gerade einiges geboten. Okay, Metall, perfekt. Metall, Holz, Leder, Kristall. Ja, Kristall brauchen wir auf jeden Fall, weil RPG und so würde ja gewünscht, ein Raketenwerfer. Der Raketenwerfer selber, habe ich jetzt mehrmals schon, glaube ich, in der letzten Aufnahme gesagt, braucht nicht so viel Material, aber dafür die Raketen. Ich habe mich beschwert, dass Sniper-Rifle-Munition teuer wäre. Ja, jetzt bin ich gerade im Überlegen, was wäre dann das geeignetste Tier? Ich glaube, ich hole mir den Frosch wieder. Yannick, soll ich deine lahme Ente mitnehmen ins Gehege oder brauchst du die? Die kannst du ins Gehege packen. Dann pack ich die mal. Auch noch Holz. Levelaufstieg verfügbar. Steht im Inventar zur Verfügung. Immer in die Rechtschreibung stimmt. Ach, und Thatch ist Stroh. Thatch ist Stroh. Warum ist das mit. Okay. Ich hätte jetzt. Ja, okay. Ich hätte es eher mit. Rinde. Ja, das wäre vielleicht. Naja, darüber kann man sich streiten. Logischer, aber ja. Ein Levelaufstieg. Ich glaube, da gehen wir nochmal. Was? Levelaufstieg? Stimmt doch gar nicht. Ach doch, für den Dino. Das darf Yannick machen. Was? Deine lahme Ente hat einen Levelaufstieg verfügbar. Oder nehmen wir die Wölfe mit? Wie viel haben die denn an Inventarplatz? Wenig. Wenig. Sollen wir das mal ein bisschen leveln, weil der hat ein Level zur Verfügung. Das bringt ganz wenig.
Ach du Scheiße, er hat ja 180 Inventarplatz, das ist ja echt nix. Ja, und wenn du es levelst, hat er 190. Fühlt. Ja, gut, das sind deine Wölfe, dann musst du wissen, was du da leveln willst. Ich level Leben, weil der Rest lohnt sich einfach überhaupt nicht. Angriff. Leben und Angriff dann. Richtig. Haben wir noch Schießpulver? Ja. Oh. Erster Mörser, wenn du mit dem Rücken zur Tür stehst, erste Reihe ganz rechts, stelle ich meistens Schießpulver her. Was nehme ich am besten mit? Oh, wir haben einen Haufen Schießpulver. Ja, das habe ich für Munition gedacht gehabt, aber das ist ja schnell hergestellt. Ich brauche einfache Kugeln für Yannick, damit ich daraus Tranquilizer Bullets machen kann. Ah, okay. Ich glaube, ich nehme Jumpy, oder? Jumpy? Kannst du machen, ja. Show Console. Und ich habe jetzt natürlich genau mein Glas drüber gestellt. Das war das hier. Toll, ich kann nicht sehen, wie viel ich maximal herstellen kann. Ja, weil es nicht richtig. Ja. Yannick, kann ich? Ja. Ja. Oh, es waren 31. Willst du erst von Kevin noch deine Pistole holen, oder? Ja. Du bist gerade voll neben dran. Noch einen kleinen Moment, ne? Dann warten wir noch kurz, bevor wir durchgehen. Dann gehen wir zusammen durch. Verdammt, dieses Känguru kann weiter springen als der Frosch. Na, große Mittel. Okay. Ist auch das Doppelte von dem Frosch. Erhöht deine Gesundheit, aber lässt dich einschlafen. Erhöht deine Gesundheit. Aber lässt dich einschlafen. Levelaufstieg verfügbar. Ja, der Frosch auch. Ich glaube, ich gehe bei dem Frosch mal auf Bewegungsgeschwindigkeit. Ach, ich drück sein Gewicht. Ich drück sein Inventar noch ein bisschen hoch. Das kann nie schaden, wenn er ein bisschen mehr tragen kann. Jetzt will ich aber endlich mal auf diesen blöden Balkon springen. Geschafft. Und vom Balkon wieder runter. Auf einen Yannick. Über einen Yannick drüber. Ist halt blöd, dass das Inventar von dem Frosch so gut wie voll ist, wenn ich drauf sitze, deswegen. Yannick, guck mal, ich glaube, da gibt's was für dich. Boah. Da, neben mir. Alter, das wird auch mit dem Fleisch. So, Mark. Ein bisschen Trolling muss so sein. Nein, du sollst die Konsole zeigen. Okay, Yannick, bereit? Wenn er nach spätestens 6 Schuss nicht schläft, Yannick, kannst du es eh nicht einschlafen lassen, ne? Ja. Also sowas wie Alphas und sowas. Also ich glaube zumindest, dass du ziemlich alles nach 6 Schuss schlafen sollte. Theoretisch. Okay, hier ist wieder einiges geboten. Bist du drüben schon? Ja, ich bin schon drüben. Kannst du aufkommen. Ja, warte, ich versuche gerade aufs Dach zu springen, weil von da oben kann ich. Shit. Ich muss irgendwo hoch, sonst machen mich die Viecher alle gleich. Das heißt Zementbrei. Kalt. Komm schon, Froschi. Das lassen wir uns nicht gefallen. Heilige Scheiße, ich muss jetzt irgendwo ganz schnell, ganz weit nach oben. Ketin heißt immer noch Ketin. Okay. Ja, das. Das ist ja auch der deutsche Name dafür. So. Party Time. Yannick, wo bist du? Yannick, unser Jumpy wird gerade heftig bearbeitet. Ich weiß. Sitzt du noch drauf? Das rennt halt voll. Ah, ihr seid gut. Bitte Jumpy nicht. Weißt du, wo ich bin? Siehst du mich in etwa? Yannick? Okay. Ja, ich habe gerade keine Zeit, ich muss gerade Säbelzahn basteln killen. Da kommt ein Kano. Wow, ich hab's gesehen. Ich kann von hier hinten nichts machen, weil ich so gut wie nichts sehen kann. Hilf mir der Betäubungspistole auf den Kano und dann hau einmal drauf mit dem Schwert. Der Kano ist tot. Der Skorpion auch. Noch ein Skorpion. Ja, ich treffe ihn aber nicht von hier. Den einen habe ich getroffen, aber den anderen kann ich nicht erwischen.
und also nicht Scorpion ohne. Down. Okay, ich komme mal zu dir nach da hinten. Und weil Jumpy hat sehr wenig Life. Ja, dann komme ich jetzt. Ich park den Frosch schnell. Spring doch nicht immer drüber, du Scheißvieh. Geht doch. Ja, ja, motz nicht rum wegen dem kleinen Sturz. Ich bin unterwegs. Ich habe alles verteidigt. Was stresst noch? Hast du die Skorpione schon klein gehackt? Ja. Nee. Dann mache ich das mal, weil das Chitin können wir gut brauchen. So, das hätten wir. Du machst den Kano. Wo ist denn da? Wo hab ich. Du hast den anderen Skorpion gelegt. Und das war der, den ich erschossen habe. Ah ja, da. Mit was battlest du dich da gerade? Bau Säbelzahntiger ab. Ah, weil irgendwie sowas gegrunzt hat, als würde es gerade angegriffen. Haben wir hier irgendwo noch Skorpione, die man ins Jenseits befördern kann? Keine gesehen. Ach, da finden sich bestimmt noch ein paar. Ach ja, und ich könnte mal den Fellpanzer wieder anziehen. Hier liegt noch ein Säbelzahntiger, wenn du ihn brauchst. Ja, ich hab ihn. Hier liegt noch einer, aber ich meine, wir haben so viel Fleisch, da juckt es ja auch nicht mehr groß. Leider auch. Hier ist kalt, ja, ist okay, ist okay. Deswegen haben wir hier eine Fackel direkt neben dem Kühlschrank. Stell ich mir ein bisschen kontraproduktiv vor, aber hey. Oh, Fiber sind Fasern, okay. Hier ist noch 90 Kristall hinten im. Sag's. Im Schrank. Apropos Kristall. Da mitnimmt, ne? Das nehme ich dann auf dem Rückweg mit. Ich baue jetzt noch welches ab. Hey, das klappt ja mal mehr oder weniger. Oh, der ist kaputt. Dann der nächste. Jumpy buggt gerade hart. Ja, ich weiß, der bumst schon die ganze Zeit den Baum da hinten. Er bumst den Baum, okay. Ja, das hättest du mal sehen sollen, wie das aussah. Das sah wirklich aus, als würde er mit diesem Baum, korpulieren. Spaß haben. Oh, meine Ausdauer ist schon sehr weit runter. Mal warten, ob sie wieder hochgeht. Ja, zum Glück. Also, wenn dir kalt ist, steigt deine Ausdauer wesentlich langsamer als normal. Irgendwie logisch, oder? Ja. Schon. Holy fuck, ach, das ist ein. Ah, wen geht es? Ich hab grad gedacht, was holpert denn da auf mich zu? Was ist denn das für ein komisches Vieh? Aber das ist ein laufender Avengetis. Schön, dass du den als komisch. Das sah sehr seltsam aus, weil ich nur den Kopf gesehen habe, der so nach links und rechts wackelt. Und überhaupt keinen Reim drauf machen konnte, was das jetzt ist. Eine Eule. Ist total seltsam. So, ich glaube, ich hüpfe da gleich nochmal ins Wasser, wenn ich mein Inventar leer gemacht habe. Und schau mal, ob ich noch ein paar Trilobiten erwische. Danke, Spiel. Ich weiß, dass ich überladen bin. Das interessiert mich nicht. Bitte, Frost schön, Kevin. Carrier. Frost doesn't care. Na, ich stelle jetzt wieder Fundamente her und dann kann ich wieder mehr tragen. Ja. Es ist lustig. Du nimmst die gleiche Menge an. Du willst mich wohl verarschen, du hässliches Vieh. Also wirklich. Was tritt dir in den Arsch? Nein, er hat mich verarscht. Auf einmal werde ich angegriffen. Dreh mich rum, kommt so ein Avengetis. Ich hatte Steinbeile dabei. Ja, kann eigentlich nicht sein, weil es gerade eine Kugel gefressen hat. Du weißt nicht, wo der die Steinpfeile her hat. Und Bären. Das ist ja gut. Noch einer. Irgendwas wiegt ziemlich viel. In meinem Inventar. Munition ist es nicht. Das ist das Gewehr.
konsumiert 3 fortgeschrittene Scharfschützengewehrmunition. Fortgeschritten für Advanced. Mhm. Das gefällt mir nicht, aber okay. Ey, immerhin ist es fortgeschritten. Ja, das stimmt. Und nicht irgendwie aufgestiegene Munition. Ach, keine Ahnung. Wir haben schon viel seltsame Sachen erlebt, was Übersetzungen angeht, vor allem bei nicht AAA-Titeln. Dir ist kalt, ja, erzähl mir was Neues. Ja, dir ist sehr kalt. Dir ist warm. Das wäre in der Tat mal was Neues. Vor allem, ja, hier hinten sitzt ein Pro. Hier hinten steht ein Profi, Yannick. Ja. Wartet er da auf dich? Bist du hier auch irgendwo im Wasser unterwegs oder steht er da zum Spaß rum? Also auf mich wartet er bestimmt, aber ich, mehr weiß ich auch nicht. Du hast ihn da hinten vergessen, gib's doch zu. Ja. Okay. Mal wieder eins von Yannick verdummbeutelten Tieren gefunden. Ja? Was ist das für ein Tier? Ein Wolf. Nee, der kam einfach nur dann nicht mit. Achso. Weil ich nur einmal durchs Portal ging. Die Wölfe gehen nicht durch Portale. Ja, freiwillig gehen sie nicht, weil sie ja nicht wissen, wo du hin bist. Ich suche hier unten gerade Trilobiten. Das letzte Mal war hier alles voll mit Trilobiten. Jetzt kein einziger. Spiel, du bist ein Arschloch. Vielleicht muss ich auch tiefer ins Wasser. Mal gucken. Dir ist kalt, dir ist kalt, dir ist kalt. Ja, ist ja okay. Hier schwimmt doch bestimmt noch irgendwas Hässliches rum. Schwimmst du gerade? Ja. Ah, ist deine Antwort. Ha 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 ha. Oh Mann. Keine Trilobiten. Ah, da. Ich hab euch doch gerade gesehen. Sind aufgeploppt und wieder weg. Jetzt. Das ist unfair. Weg. Nein. Also ich wäre das mir mal dafür, dass wir mal in die Arktis wieder reingehen, nach oben. Nach oben? Dann brauche ich aber erst noch irgendwie mehr Fellrüstung, sonst bin ich durchgehend am Fressen. Vielleicht hat Profi was in seinem Inventar. Ja, schau mal. Bei mir hier unten habe ich meine Pelzrüstung gesehen. Okay, er ist vollgepackt mit Fleisch. Mit Fleisch. Kevin, warte mal. Dann komm ich runter und bring dir Kristall mit und hol die Fellrüstung ab. Okay, die Fellrüstung war, glaube ich, im Dings. In der, hier Schmiede. Schmiedebank. Smithy? Okay. Je nachdem, wie das jetzt heißt. In der Schmiede, wahrscheinlich, oder Werkbank. Keine Ahnung, wie ich es genannt habe. Schauen wir gleich mal. Erst noch ein bisschen Kristall mitnehmen. Den Stein kann man dann hier lassen. Und fast pünktlich zum Folgenende sind wir dann auch wieder unten. An der Hauptbasis. So, erstmal den Stein rausschmeißen. Ach, obwohl, den packe ich da hinten hin. In den Schrank. Na, vorwärts. So. Oh, ich habe in die Hütte gekackt. Ist das gut? Was? Ich habe in die Hütte gekackt. Du bist überladen. Okay. Also, du bist nicht reinrassig. Ich bin. Was ist denn bitte so schwer, dass ich mich nicht mehr Zoom bewegen rein. Kann? Ja. Ach, ich habe 2 Spitzhacken dabei. Reicht das? Das reicht immer noch nicht. Ich kann keine 400 Kristall tragen. Was soll der Scheiß? Aber 300. Ja, das geht. Ich kann mich zwar nicht schnell bewegen, aber immerhin. Das heißt, wenn ich mich jetzt auf den Frosch setze, dann hüpft der auch keinen Meter mehr, ne? Wahrscheinlich. Kein Meter.
Das heißt, ich muss so den Strand bei uns dann runterschleichen. Konsole. Dip, 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 dip. Connect. Wusch. Hoffentlich komme ich da überhaupt noch hoch. Ja, das ging. Willst du mir mal entgegenkommen, dass ich nicht den ganzen Strand da in diesem Schneckentempo runterschleichen muss? Ja. Nicht du. Was ist Schwanz, ne? Ja, ja, passt. Noch ein Stück, bitte, noch ein Stück. Einmal weggeweht. Schmeiß einfach. Kannst du das heben? Ja, Kevin, ja, das Känguru hat überlebt. Bin überladen. Ja, war ich auch. Aber immerhin habe ich es jetzt geschafft. So, wir sagen an dieser Stelle auf jeden Fall mal vielen Dank fürs Zuschauen. Du bist doch ein Arsch. Und das ist jetzt der tollste Schlussbildschirm überhaupt. Ja, ganz toll. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Steht gleich wieder auf. Tschüss. Ciao.